So, und wir kommen jetzt zum zweiten Spiel hier beim Spieltag in Schwerin. Den TV Förde, den wir gerade schon mal gesehen haben gegen ESV Schwerin, jetzt gegen den Ahlhorst der SV, den amtierenden deutschen Meister. Und bei mir habe ich jetzt Martina Müller, gerade erfolgreich mit ESV Schwerin. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, und jetzt haben wir gerade dieses Ritual gesehen, das haben wir vorher beim Spiel auch schon gesehen. Was genau ist das? Was macht ihr da? Ja, wir begrüßen einfach die gegnerische Mannschaft nochmal mit unserem Begrüßungsruf, auch nochmal uns selbst zu pushen. Und das ist nochmal kurz vorm Spiel dann der Siegesschrei. Ja, hat bei euch funktioniert. Das ist, Förde wirkte doch etwas müde. Ihr habt immer wieder die Lücken gefunden, gerade zwischen Mittelmeier und Tabel, die man jetzt umgestellt hat, sehe ich gerade auf der... Jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das auswirkt hier im Spiel gegen den amtierenden deutschen Meister. Die beginnen hier auch mit Imke Schröder. Und mal gucken, du hast begonnen mit Ass jedes Mal, im ersten wie im dritten Satz. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob sie dir das nachmachen können. Oh, eins kann man den Fördern nicht lassen. Kämpfen tun sie hier. Auf jeden Fall. Also die kämpfen richtig gut. Eingespielte Truppe. Und der war im Netz und damit geht Förde hier in Führung. 1-0. So, seit wann spielst du Faustball? Oh, seit 1993. Als ich 10 Jahre war, da bin ich durch meine Mutti, die hat es früher auch gespielt, zum Faustball gekommen. Ja, und du hast es ja weit gebracht, also bist du in die höchste deutsche Spielklasse, kann man nicht meckern. Wie weit ist die Nationalmannschaft weg? In der Jugend war sie dichter, da habe ich Nationalmannschaft gespielt, aber dann kam die Schulter dazu. Ich habe mich erst jetzt auch im Sommer operieren lassen und jetzt ist wieder alles gut. Jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich sage, ja, ich komme wieder dahin, wo ich mal war. So, das ist das schön zu hören. Und währenddessen bereiten wir uns gerade verwundert, etwas die Augen steht, 2-0 für Förde hier. Etwas, womit wir nicht gerechnet hätten nach dem ersten Spiel, was ihr so erfolgreich gestaltet habt. Arntzen, ist das eigentlich schon mal allein als alleiniger Shooter gespielt, wie es hier jetzt Arntzen machen muss für Förder und dessen Punkt für Ahlhorn? Marie-Therese Warnig, die ja auch bekannt ist in Schwerin. Ja, sie hat in Güstrow gespielt, jahrelang ist da groß geworden und ist dann zum Ahlhorn SV gewechselt. Wohnt jetzt in Süddeutschland und nimmt trotzdem immer die langen Wege auf sich, weil sie sagt, das ist einfach eine gute Truppe, da will ich spielen, da habe ich Erfolg, da kann ich international spielen. Ja, und trotz alledem liegt man hier jetzt 3-1 hinter, Arntzen wieder erfolgreich. Ja, ich sagte es gerade, schon mal als alleiniger Shooter gespielt, mir könnte vorstellen, der verlässt dich irgendwann die Kraft, gerade wenn du mehr als ein Spiel machen musst. Ja, und dann kommt auch der Kopf dazu, ne? Wenn du dann hinten liegst, du weißt, du bist alleine, dir kann keiner helfen, dann musst du echt im Kopf stark bleiben und immer nach vorne schauen, das ist echt wichtig. 2-3, Imke Schröder mit der direkten Ass jetzt und wieder auf Arntzen gespielt. Ist das ein Mittel, wenn der Gegner eben nur einen Shooter, einen richtigen Shooter hat, auch in die Abwehr immer wieder mit einzubinden? Ja, mit Sicherheit, natürlich. Wenn man sieht, dass der Zweitschlag, dass da nichts kommt und dass man dann, wenn man nicht gleich aus der Angabe sowieso punkten kann, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Mittel. Ja, und jetzt war die Angabe im Netz, habe ich das richtig gesehen? Und das ist, da bleibt sie sich treu, in jedem Satz einmal. Ja. Auch im Spiel gegen euch jetzt der Ausgleich also für Ahlhorst. Ich habe das auf eurer Seite insbesondere beobachtet, immer wenn Hürst den Ball annimmt, hast du geschlagen und andersrum. Ist es eigentlich erlaubt, innerhalb eines Ballwechsels zweimal den Ball zu berühren? Nein, also wenn man in einem Spielzug den Ball berührt hat, dann ist man ausgeschaltet. Deswegen also auch die beliebte Variante bei einem Shooter dann den anzuspielen, dann ist er außer Gefecht dann. Das war ja, oh, das war ganz klasse gespielt von Imke Schröder, diesen Ball knapp übers Netz gelegt und da kommt natürlich niemand mehr hin. 4-3 für Ahlhorn. Und die Angabe wieder für Förde. Und der war drin.
4:4. Und jetzt sehen wir es gerade, deine Kolleginnen stehen am Rand und machen den Schiedsrichter. Ist das immer so? Ja, also die Mannschaft, die die Spielpause hat, die macht dann die Linien, deckt die Linien ab. Und derjenige, der das Spiel, den Spieltag ausrichtet, also wir jetzt als Heimmannschaft, der stellt dann auch noch die, die Schreiber, also die die Punkte aufschreiben. Ne, das ist dann Heimsache, ansonsten aber Linien werden abgedeckt durch den, der jetzt Pause hat, in dem Falle wir. Also ich muss auch gleich noch an die Linie. Ja, inwiefern wechselt ihr da? Machen wir satzweise. Also die im Angriff spielen, also die Shooter, so wie ich jetzt und die Anna, wir machen dann nicht den letzten Satz, weil wir brauchen schon ein bisschen mehr für die Schulter zum Warmmachen. Aber das geht satzweise dann. Jeder kommt mal dran. Mhm. Jetzt wollen wir mal drauf schauen. Warnig. Schön abgewehrt. Gut abgewehrt von Thalmeier. Leider die Decke. Ja, wir haben es, wenn er an die Decke geht und dann rüber, dann ist es ein Punkt für die andere Mannschaft. Genau, also ein Fehler dann für einen selbst und ein Punkt für die anderen. Weil wir haben es vorhin mehrfach beobachtet auch, dass der Ball an die Decke geht, aber man dürfte dann selber weiterspielen. Richtig, wenn es in eigenem Feld ist und der Ball noch spielbar ist, dann darfst du auch an die Decke spielen. Wie ist das eigentlich? Man hat jetzt gesehen, man darf nicht gegen diese Linie, die da als Netz dient, spielen. Wie ist das eigentlich, wenn der Ball unter dem Netz durchfliegt, in dem gegnerischen Ball den Ball quasi wieder zurückspielen, darf man das? Nein, sobald er im gegnerischen Feld landet, ist es ein Fehler. Du darfst aber, wenn der Ball bei uns im Feld prallt, dann rüber geht, darfst du ihn unters Netz zurückspielen und dann oben rüber, wenn es dann möglich ist. Ja, ja, aber ich meine, man muss ja alles ausprobieren. Da gibt es ja Möglichkeiten, jetzt 6:4 inzwischen schon für Ahlhorn. Wir haben die kurze Variante gespielt. Sehr effektiv in der Halle, weil man hat da direkt die Bande. Ja, wenig Auslauf, also es wird gerne genutzt von den Angreifern. Und ich wundere mich, also eigentlich ist Marie-Therese auch ein bisschen offensiv stärker. Also es ist, wollen wir mal sehen. Imke Schröder mit dem Punkt und damit wieder Angabe für Ahrensen. Und jetzt hat man da gerade gehört, sie schreit da was von zwei. Was genau meint man damit? Was sagt man da an? Da sagt man an, wo der Ball aufkommt zur Entfernung von der Leine. Also damit der Angreifer weiß, wie weit er weg ist von der Leine zum Angriff dann. Ach so, das ist quasi der Zuspieler, der sagt, wo der Ball hinkommt. Ja, oder außen, je nachdem, wie es abgesprochen ist, wer sagt, nicht zu viele, weil sonst kann es natürlich, der eine sagt so, der andere so. Super Ding, er war drin. Marie-Therese Warnig. Das zeichnet dann nachher Spitzenklasse Faustball aus. Richtig, genau. Ja, dann möchten wir das natürlich nachher sehen vom ESV Schwerin. Weil ihr müsst ja noch ran gegen Ahlhorn. Inwiefern ist das jetzt wirklich ein Vorteil, diese Spielpause zu haben, wie ihr es jetzt habt? Das war jetzt. Was sagte der Schiedsrichter jetzt gerade, wo war nach der Fehler? Also sie hat den Ball nicht berührt. Beim Angriff hat sie den Ball nicht mehr getroffen. Er war dann schon über der Leine und sie hat ihn nicht getroffen. Und er darf nicht aufprallen und dann übers Netz, das darf er nicht. Nee, genau. Du musst ihn ja vorher noch berühren. Hat sie nicht. Das hat sie jetzt umso besser gemacht, die kurze Variante. Da hat man bei Ahlhorn nicht aufgepasst. 5:10. Du sagtest, Ahlhorn spielt international. Welche Möglichkeiten gibt es da für deutsche Mannschaften? Ja, da fängt es dann an mit dem Europacup. Kannst du dann spielen, ne? Gegen die Schweiz oder wie auch immer. Wenn du dann da Erster wirst, spielst du im Weltcup. Ja, und das ist dann natürlich schon schön, gegen eine brasilianische Mannschaft zu spielen und weit zu reisen. Ist natürlich schön, ist aber auch mit hohen Kosten verbunden. Ne? Das ist schon ganz klar. Da muss der Verein viel Aufwand betreiben. Also, wenn man jetzt... wenn ich jetzt mal davon ausgehe, also spielen die jetzt quasi zwei Ligen dann oder spielt man das im K.O.-System Pokal oder wie genau funktioniert das? Genau, das ist einfach eine Pokalrunde, ne? Also die deutschen Meister oder der Schweizer Meister, der österreichische Meister, je nachdem vom Europa, die treffen sich dann an einem Wochenende und spielen dann eine Meisterschaft. Oh. Genau, also das ist dann wie eine Meisterschaftsrunde, erst jeder gegen jeden und dann kommt man entweder direkt ins Halbfinale oder man muss dann halt nochmal eine Zwischenrunde spielen und Sonntagnachmittag wird dann das Finale immer
ausgespielt. Ah, okay. Und wer die Europameisterschaft quasi gewinnt, der darf dann zur Weltmeisterschaft fahren.